Fuck, immer noch. Nein, jetzt werde ich getroffen. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder eine Runde H1Z1 Battle Royale und sind mal wieder hier alleine am Stüssel. Ich musste gerade echt dreimal auf diese Aufnahmetaste kloppen, dass da mal was passiert. Das gefällt mir nicht so gut, aber naja, so ist das Leben. Da unten steht, glaube ich, der Pickup, wenn ich gerade richtig gesehen habe. Deswegen fliegen wir da direkt mal hin. Hoffen wir, dass wir schnell unten sind. Ich glaube, in dieser Ansicht ist man schneller unten als in der Fallschirmansicht, weil die gibt es jetzt ja auch wieder vernünftig. Da hinten kam jemand runter, aber das soll mich erstmal nicht interessieren. Erstmal gucke ich hier, ob hier Waffen liegen. Nehmen wir schon mal vorsichtshalber die Piste. Man weiß ja nie, was hier kommt. Kann ja sein, dass hier gleich einer ins Haus kommt und ich unbewaffnet bin. Das wäre mies. Pfeilbogen brauchen wir nicht. Okay. Next, please. Hier können wir hinten lang, das ist gut. Da hinten wird schon geschossen. Liegt hier irgendwas? Kein First Aid Kit, okay. Was ist das für ein Rucksack? Egal, nehmen wir einfach mit. Hatte jetzt keine Zeit, da stehen zu bleiben so lang. Dann hatte ich noch nicht wirklich geguckt und dann hatte ich doch schon geguckt. Was ist das für ein Rucksack? Ah, das ist ein guter. Nice. Was liegt hier so rum? Nix, okay. Weiter, weiter, weiter. First Aid Kit. Hat er das jetzt genommen? Ja, hat er. Nix. Mann, ich brauche eine Waffe. Ich brauche dringend eine Waffe, sonst ist mein Auto gleich futsch, weil ich getötet werde. AK, jawohl, nice, AK. Freunde, besser geht's nicht. Aber ich habe gerade schon mal aufgenommen, da hatte ich eine AK. Dann kam jemand rein und hat mich abgeknallt. So schnell kann es manchmal gehen. Deswegen warten wir kurz, bis wir nachgeladen haben. So, zack. Ach, die AK nehme ich wieder. Rennen wir hier rüber. Hier habe ich nämlich die AK vorhin gefunden. Und im nächsten Haus kam dann einer rein. Ne, im übernächsten, im Doppelstück. Ne? Deswegen muss ich jetzt aufpassen. Hier noch eine AR. Die werfen wir mal weg. Die nehmen wir. Aber ihr hört die Schüsse, die sind nicht weit weg. Einmal die AK equippen. Nix, nix, nix. Nix, okay. Plöpp. Oh, nix, okay. Hier kann man wieder hinten lang. Das ist gut an diesen Doppelstöcklern. Da kann man immer schön hinten lang sich reinschleichen quasi erstmal. Und dann erstmal gucken. Ob man wirklich in dieses Haus will. Das habe ich alles schon. Kein First Aid Kit, okay. Ungewöhnlich. Kurz nach links gucken, nix. Liegt nix, okay. Plop, 69 schon nur noch. Alter, wie sterben die denn hier? Ich weiß gar nicht, wie viele es am Anfang waren. Waren bestimmt so 140 oder so. Und wenn da jetzt schon nur noch so wenige sind. Und die liefen auch alle. Das sind nicht wirklich welche, die sterben oder so. Alle Internet Connection lost oder so. Ach, ich dachte gerade schon. So, hä, warum fährt er nicht? Ich fahre jetzt erstmal hier weg auf jeden Fall. Sicher ist sicher, aber da sind gerade 6 hintereinander oder so gelieft. Das ist nicht normal, da ist er, ne? Habt ihr den gesehen? Der hat mich auch gesehen. Will jetzt hinterher, aber... Ja, ich fahre natürlich weg, Freunde. Hab einmal ein Auto, da muss man erstmal wegfahren. Rollen lassen. Immer gefährlich, ne? 63 schon nur noch. Und noch keine Safe Zone nach wie vor. Gucken wir mal, was gleich für eine kommt, ne? Stein. Ich hab den kommen sehen und dachte nur so, okay. Okay, ich fahr zur Villa.
Und hol mir da noch die Autos. Das ist nice, dass die Villa safe ist. Ich dachte eher so G2 wäre safe, aber jetzt ist die Villa interessanter und G2 ist auch nicht safe. Aber B2 ist safe. Von daher fahren wir zur Villa, Freunde. Gucken wir mal, was da so los ist, ne? Ist das schon? Ne, das ist die Querstraße, ne? Ja. Da hinten sind irgendwo Schüsse. Und da stirbt auch jemand. ...57 schon nur noch, das ist krass. Ich weiß gar nicht, wie die alle so schnell gestorben sind. Oder halt gelieft teilweise auch, ne? Oder halt Internet-Connection-Problems. Keine Ahnung, ob die alle dasselbe Internet haben. Oder ob H1Z1 mal wieder massenweise rausgeschmissen hat. Ist ja auch schon öfter mal vorgekommen. Hier können wir den Weg fahren. Warum fahren wir hier so... ...überhaupt so hügelige Straßen, wenn wir hier einen Weg haben? Alles schön bequem, weißt du? Und wir fahren da so diese hügeligen Berge. Ich habe hügelige Straßen erst gesagt, aber das sind ja Berge. Und denken wir uns so, YOLO. Keine Ahnung, was hier los ist. Ne? 51 schon nur noch. Das wird echt eine Mini-Safe-Zone, habe ich so im Gefühl irgendwie. Hey, ein kleiner Jump. Hier ist die Straße, glaube ich, auch schon, die dahin führt. Oder? B3 könnte auf jeden Fall sein, dass es die Straße ist. Ja, da unten ist der Weg. Also die Brücke ist hier unten. Was mache ich hier mit dem Auto? Aber egal, 33% Sprit schon nur noch. Uiuiui, aber da sollten Autos sein, wenn da nicht schon jemand war. Das ist halt immer so ein Risiko, ne? Aber... Wer kein Risiko will, sollte kein H1Z anspielen, Freunde. So einfach ist das. Oh, da wollte ich rechts vorbei. Bin auch rechts am Stein vorbeigekommen. Sind hier unten direkt Autos? Zwei Stück. Nice, Freunde, nice. So, den Sprit hier raus. Sparkplugs nehmen wir auch erstmal mit. Oh, komm schon. Zack, Sprit. Komm schon. Sparkplugs. Und mit dem Auto fahren wir dann einfach erstmal hoch und gucken, was da so ist. Hui. Boah, das war knapp. Aber wenn da unten noch zwei Autos stehen, heißt das eigentlich, dass hier sehr wahrscheinlich keins steht. Vielleicht hinten der Jeep. Müssen wir mal gucken. Als hätte ich's gewusst, ne? Hinten der Jeep, zack, steht hinten der Jeep, Freunde. Mann, bin ich gut, ne? Habe ich jetzt den Sprit genommen? Ja, gut, hat funktioniert. Hier nehmen wir kurz die Sparkplugs raus, nur damit mir hier keiner mit dem Jeep abhaut. Und dann passt es, dann gehen wir hier erstmal schnell looten. Da liegt schon die erste Shotgun. Zwei liegen da direkt. Drei, Alter. Freunde. Wo packt er die Shotgun nun gerade hin? Ich zerreiß mal hier die Rucksäcke. Die brauchen zu viel Platz. 60 Sekunden kommt das Gas. Bin ich hier wirklich safe? Nochmal gucken. Ja, bin ich. Gut. Oh, das war die falsche Taste. Die wollte ich nicht gedrückt haben. Aber egal. Ich habe hier heute noch kein Laminated Body Armor gesehen. Das wundert mich ein bisschen. Hier ist ein First Aid Kit. Nix. Was liegt hier so? Da liegt auch irgendwas. Was liegt da? Nichts Interessantes. Magnum, Magnum. Auch eine Piste. Noch ein First Aid Kit. Noch eine Piste, 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 Bogen, Shotgun. Wie viel Shotgun-Moon habe ich denn jetzt? Ne? 54, okay. Oh, da wollte ich rein. Nicht raus. Naja, passiert. Gehen wir noch im Keller. In dem Haus, das ist ja, glaube ich, das einzige Haus, was einen Keller hat. Auf der ganzen Map. Nix. 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 Ich
will noch ein bisschen Arcamon eigentlich haben, aber... Sieht schlecht aus hier. Hier sind nur Pistols, wollte ich gerade sagen. Und hätte fast die AK übersehen, Freunde. Das wäre natürlich katastrophal gewesen. Und jetzt haben wir alles hier. Nice, Freunde. Hier hinten ist meistens nix. Ich guck trotzdem mal rein. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Nix, nix. Nix. Nix, nix. 41 jetzt doch noch. Ach, ist gerade mal die Safe Zone losgegangen, okay. Ja, dann wird es noch weniger. Ist ja jetzt noch 5 Minuten knapp. Wie lange das noch braucht. Also das braucht noch 5 Minuten, bis das am Rand ist, das Gas. Also kann ich hier ganz entspannt noch ein bisschen was zerreißen. Dann mal ganz entspannt gucken, wo wir denn hinfahren. Gleich, wenn die nächste Safe Zone kommt. Weil das Haus war in der zweiten Safe Zone noch nie drin. Das wäre auf jeden Fall eine Premiere, wenn das jetzt heute mal da drin ist. Aber glaube ich nicht, dass das drin sein wird. Das packen wir mal alles zusammen. Dann können wir die Moon wegschmeißen. Die brauchen wir nicht. Packen wir einfach hier rein. Plapp. Das packen wir hoch. Was ist das? Das packen wir hoch. Das behalten wir alles unten. Das sind die Bandagen, Gauze, First Aid Kits. Das passt alles. Soweit 38 jetzt schon nur noch. Kim Kardashian wurde getötet. Oh nein, Kim ist tot. Oh Mann, ey. Und jetzt liest man so morgen Nachrichten so. Ja, Kim Kardashian wurde von Pro Pimp getötet im Real Life so. So, what the fuck? Oh Mann, ey. Ja, schauen wir mal, was wir hier machen, ne? Auto tanken wir einmal voll. Dann haben wir noch 75% quasi noch extra. Also wir haben 175% Sprit. Das Gas warten wir jetzt erstmal ab, was da passiert. Eieiei. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt spontan schon mal hin soll. Das warten wir einfach erstmal ab. Ja, so geile Sachen sind jetzt nicht mehr drin. Hier ist noch so ein Trailerpark. Ich vergesse das jedes Mal, ne? Hier ist die Military Base. Das hier, glaube ich. Ja, Pleasant Valley ist klar, ne? Da komme ich ja her, da bin ich hier irgendwo gewesen. Hier habe ich gelootet, glaube ich. Hier so, die Straße. Da habe ich auch das erste Auto her. Dann bin ich hier gefahren und dann dachte ich so, oh, tschupp, ist ja safe. Fahren wir mal dahin. Habe ich mir gedacht. Und hat auch funktioniert. Oh Mann, ey. Aber wir müssen Luki-Luki machen. 34 schon nur noch. Und das Gas ist so ungefähr die Hälfte, als glaube ich, geschafft. Oh, jetzt ist es sogar live auf der Karte. Das gefällt mir. Weil normal war die Karte nie live, aber das haben die jetzt erneuert, genau wie die Zahl hier oben rechts. Das habt ihr aber schon im 5er Battle Royale gesehen. Ah, das ist, glaube ich, jetzt erst heute gekommen. Heute ist Sonntag, wo ich das hier aufnehme. Ihr seht's am Freitag, wenn ich mich nicht irre. Aber das ist neu. Das ist cool. Dann kann man dem Gas quasi beim Wandern zugucken. Wenn man dann in der Safe Zone ist. Und dann sieht man auch, dass das hier viel weniger, viel kleinere Schritte macht als hier. Und hier sieht man das richtig krass immer so zusammenziehen. Und hier erkennt man das fast gar nicht. Das ist immer so minimal hier. Aber sterben relativ wenige in letzter Zeit. 33 noch, 32. Müssen wir mal ein paar mehr sterben hier. Das geht so nicht, Freunde. 31. Huiuiui. Nächste Safe Zone wird bestimmt hier so rüberwandern irgendwo. Ich hoffe, Pleasant Valley wird dann auch raus sein. Da sind jetzt noch relativ viele wahrscheinlich in Pleasant Valley. Ist halt einfach so, dass man dann denkt, ja, looten wir noch ein bisschen, solange wir noch looten können, ne? Also manche denken das bestimmt. Ich denke dann lieber, ah, verziehe ich mich erstmal und guck erstmal, was so Sache ist. Weil hier alleine in dem Dorf sind am Anfang immer so 20 Leute bestimmt. Locker. In dem Vorort hier quasi. Hier ist ja das eigentliche Pleasant Valley. Ich weiß nicht, wie viele dann noch im Pleasant Valley sind. Nochmal wahrscheinlich so 20, 30 Leute. Und das so auf 3 Blöcken quasi. Ich guck mal, ob jetzt die neue Map auch direkt live kommt. Das wäre nice. Ja, kommt. Okay, die Villa ist noch drin.
Das Schwarze hier ist die Villa. Also das Dunkle hier. Die ist noch drin in der zweiten Runde. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich fahre trotzdem mal hier so hin. Damit ich schon mal ein bisschen, ja, ein bisschen rüber bin. Damit ich dann nicht mehr rüber muss. 27 Leute noch, 26. Ich sag ja, eine kleine Runde auf jeden Fall. Also viel ist hier nicht mehr los. Ich weiß nicht, wie viele Felder hier jetzt noch sind. Warte, ich guck mal schnell. Aktuell noch, ja, knapp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 5 mal 5 würde ich sagen. Also 25 Felder ungefähr. Bisschen plus minus 1. Also in jedem Feld ist quasi ein Typ gerade. So ungefähr. Wo man sich schon denkt, okay, bisschen wenig, ne? Wo ist Osten? Hier ist Osten. Okay, fahren wir einfach Richtung Osten. Oh, der hat sich selber getötet. Nice. Jetzt gibt's auch nicht mehr diesen, oh, wie hieß der immer? Oh, ich komm grad nicht drauf. Dass man von der Umgebung getötet wurde. Aber wie hieß die Umgebung auf Englisch? Schreibt's einfach mal in die Kommentare, was Umgebung auf Englisch heißt. Ich komm grad echt nicht drauf. Das hat man in so vielen Folgen immer wieder gesehen, wo man sich nur dachte, okay, schon wieder hat die Umgebung zugeschlagen. Oh, wie hieß denn der? Oh, ich komm echt nicht drauf. Bitte, ey. Flugzeuge sind da ganz hinten, alles easy. Ich stelle mich hier ganz an die Spitze. Einfach weil ich es kann. Und hab dann alles im Blick. C2 bin ich. Hier irgendwo wird es sein. Wo ich stehe. Keine Ahnung, wo genau. Oh, jetzt ist es wieder ein bisschen verbuggt. Ich halte aber auch die ganze Zeit scheinbar eine Taste gedrückt, die so ein bisschen eingeklemmt ist hier. So, jetzt nicht mehr. Braucht mal wieder eine neue Tastatur. Ich habe immer noch die Logitech G15 Refresh. Kennt ihr die überhaupt? Wenn ihr so, was weiß ich, 14 seid oder so, dann kennt ihr die gar nicht. Im Normalfall. Ich weiß gar nicht, wie alt meine Zuschauer sind. Aber ich bin 25 und habe diese Tastatur einfach gekauft, als ich 17 war. Das ist schon ein bisschen her, ne? 8 Jahre habe ich diese eine Tastatur. Und G15 ist quasi mit so einem Display. Da kann man dann so ganz schlecht, also nicht mal vernünftig irgendwie wie Monitor, sondern so halt nur, ja, in Orange irgendwelche Sachen drauf anzeigen lassen. Und das Problem ist, ich habe da irgendwie mal den Treiber nicht mehr installiert. Und jetzt steht da einfach G15 schon seit bestimmt 7 Jahren oder so. Ich habe das nur einmal kurz installiert gehabt. 21 jetzt noch in dieser Safe Zone aktuell. Das ist natürlich wenig, ne? Ich könnte mal hier runterfahren, damit wir schon mal ein bisschen weiter östlich sind. Ich glaube, das wird sich nach rechts ziehen. Eher anstatt nach links. Ist einfach so meine Vermutung. Deswegen stellen wir uns hier so hin, in den Schatten. Ist ja auch schön hier, ne? 20 Leute noch. Hab heute noch gar nicht geschossen. Das heißt, wenn gleich jemand kommt und ich muss schießen, wird das auf jeden Fall eine interessante Angelegenheit, Freunde. Mehr als das. Aber ich hoffe, es kommt einfach keiner, dass ich nicht schießen muss. So einfach kommt man dann da raus, ne? Eieiei. Neue Safe Zone ist da. Okay. Das zieht sich vielleicht doch nach links. Ich bin mir noch unsicher. Ich bin mir echt unsicher. Abbiegen, runterfahren oder nicht? Muss ich runter oder nicht? Das ist halt die Frage. Aber wir fahren einfach mal so ein bisschen südwestlich wieder. Nie ohne Seife waschen, ihr kennt es ja. Mit der Magnum hat er den gekillt, ey. Das ist natürlich auch jetzt blamabel, ne? So spät noch mit der Magnum gekillt zu werden. Das ist halt echt. Okay. Da hinten ist ein langsames Flugzeug.
17 jetzt noch. Ich bin jetzt, glaube ich, in dieser Schneise, oder? Bei C2. Also hier irgendwo. Das sollte erstmal passen zumindest. Dann bei der nächsten Safe Zone muss ich wieder gucken, was ich mache. Was gibt's da so? Da gibt's auch nichts. Hinter mir auch nicht. Zur Not, wenn jemand schießt, kann ich immer noch abhauen, ne? Also das ist ja kein Thema. Oder mich dem Fight stellen, je nachdem wie er trifft. Wenn er jetzt gar nicht trifft, ne, dann denke ich mir auch, ja, können wir mal fighten oder so. Aber wenn er natürlich direkt einen Headshot gibt, dann lohnt sich das nicht zu fighten, dann sterben wir einfach. Das wäre halt mies, ne? Aber Top 10 ist auf jeden Fall mein Ziel heute. Ist auch nicht mehr so weit entfernt. 7 Kills, ne? Die natürlich alle von mir kommen werden. Siehst du, der erste kam schon von mir. Hab mich natürlich umbenannt in Phoenix 3S, danach schnell in Shogu Mongu. Ich kann das nicht mal aussprechen. 5 noch. 5 für Top 10. Und es ist einfach noch so groß, das Ding. Das sind noch, ja, circa 7 bis 8 Felder, die da noch komplett sind halt quasi. Also das ist ein Feld komplett, 2, 3, ein ganz wenig von einem. Und wenn man das zusammenrechnet, sind das bestimmt so 7 Felder oder so. Oder 8 vielleicht sogar. 12 jetzt noch, ja. Die sterben am Gas teilweise. 10, was ist denn hier los, ey? Was ist denn hier los, ey? Wo treffen die sich alle? Das ist halt die Frage, ne? Oder da steht einer, der dann wartet, dass die von da kommen. 9. Alter. Hier ist Massensterben oder was? Was ist denn hier los? Und ich bin ganz oben, ganz entspannt und alle da unten am Fighten noch so schnell weg da, was weiß ich. Keine Ahnung, gell? Oh, jetzt kommt schon wieder das. Das hasse ich. Dass die Maus immer hängen bleibt, so. Keine Ahnung, was da los ist. Aber 9 Stück jetzt schon nur noch. Alter Schwede, das ging jetzt viel zu schnell eigentlich, weil jetzt wird man erstmal keinen Gegner sehen, vermutlich. Jetzt gucken wir mal, wo der Flugzeug ist, irgendwo da hinten, glaube ich. Ich sehe es aber gerade nicht. Das ist ein bisschen schade, aber naja. 8. Environment! So hieß das Ding. Das ist die Umgebung, the environment. Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, hätte es da jetzt nicht gestanden. Also, falls ihr es jetzt schon in die Kommentare geschrieben habt, herzlichen Glückwunsch, ihr hattet recht. Falls nicht, schreibt es jetzt in die Kommentare, um wenigstens noch so cool zu wirken, so. Dim, 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 gleich kommt neue Saves, und warum drücke ich überhaupt? Okay, ich bin immer noch safe. Das ist natürlich nice, ne? Ich sollte aber vielleicht einen Busch oder so aufsuchen. Ganz vielleicht. Hier ist kein Busch direkt in unmittelbarer Nähe. Hier unten vielleicht. Hier sind ganz viele Büsche. Dann stelle ich das Auto in einem. Super geschützt. Und gehe in einen anderen, weil ihr kennt den Trick. Nie in denselben Busch wie das Auto. Ich hoffe, dass mich einfach keiner sieht. Dass jeder denkt, oh, da steht ja ein Auto, lass auf das Auto schießen. Und ich dann komm, bam, 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 bam. Ihr kennt das. 8 Leute aber nur noch. Ist da vorne was? Oder ist das ein Baum? Ein Baum, oder? Ja. Erstmal wieder eine Waffe in die Hand nehmen. Sicher ist sicher. Na, Gegner sehe ich jetzt keine. 8 noch. Ah, ich bin auch ganz oben, ne? Die kommen alle von unten, ja. Ich bin halt schon ganz oben gewesen die ganze Zeit. Ich war ja hier und dann bin ich hier so rüber und hab halt gewartet, ne? Oh, jetzt kommt das schon wieder so. 30 Sekunden, bis das Gas kommt. Dann werden vielleicht auch wieder 1, 2 Leute sterben. Kann auch sein, dass die als Team unterwegs sind. Natürlich, was ziemlich kacke wäre, wenn da jetzt so ein 7er Team auf mich zukommt. Außer ich überfahre die dann alle mit dem Auto. Das wäre ziemlich lustig. Dann würde ich lachen. Und ich käme aus dem Lachen nicht mehr raus.
Weil wir hatten das durchaus schon, dass so mega fette Teams auf einen zukamen, wo man nur dachte, was ist los hier, ey? Da hatten wir, glaube ich, einmal so ein 20er-Team oder so, die alle nackt waren. Die hatten sich alle komplett ausgezogen. Und seitdem hatten wir das auch zwischenzeitlich mal gemacht, weil wir wieder Angst hatten, wenn wieder dieses Team kommt, mit 20 Mann oder was, oder keine Ahnung, wie viele die waren, viele auf jeden Fall, wenn die wiederkommen, dann wird's problematisch. Weil, wenn so ein Team auf dich zukommt, ist ein bisschen kacke, ne? Gar keine Frage. Und wären wir dann auch nackt gewesen, hätten wir uns vielleicht untermogeln können. Weil damals gab es sowas noch nicht mit Pfeilen oder so, wenn man in einer Gruppe war. Und hier im Einzelbattle Royale kannst du ja gar keine Gruppe einladen. Hier siehst du es ja. Radio und... Also hier fehlt die Group-Funktion. Zum Glück, weil sonst wäre ein bisschen kacke, ne? So, gleich kommt neues Gas. Dum-dum-dum. Jetzt. Okay, ich muss runter. Komplett südlich. Wo ist Süden? Da, okay. Das ist ein bisschen kacke jetzt für mich. Für die anderen nicht unbedingt, wenn die schon da sind. Fahre ich über den Berg oder fahre ich außen rum? Na, ich probiere es einfach mal. Weiß gar nicht, wie hoch ich hier komme. Okay, ganz hoch. Das war knapp. Jetzt muss ich halt auch hier wieder runter, ne? Das ist so ein bisschen problematisch. Aber wo man hochkommt, kommt man auch runter, sehr wahrscheinlich. Jetzt nicht springen, ne? Das wäre jetzt katastrophal. Ich bin immer noch C. Ich muss, glaube ich, sogar E, oder? Ja, so die Grenze D, E. Wo ist jetzt hier Süden? Da. Nein. Jawohl. Glück gehabt. Dass sich das wieder gedreht hat, ey. Ich bin immer noch C. Was ist denn hier los? Jetzt bin ich sogar C. Ach nein, ich muss ja C. Aber ich muss 5 oder so, oder? Nee. Das reicht hier. Perfekt. 5 wäre zu weit. Jetzt muss ich mich nur ein bisschen vom Auto entfernen. Damit ich halbwegs safe bin, auf jeden Fall. Das Flugzeug kommt von da. Das ist ein langsames, oder? Irgendwo wird geschossen hier ganz in der Nähe. Das ist ein bisschen kacke. Ich sehe es nicht. Und der Airdrop kommt bei mir irgendwo, ja. Mein Auto steht da, okay. Ist da hinten ein Auto? Ja, da hinten ist ein Auto. Wenn ich das von hier treffe. Da hinten sind auch Personen, die da laufen. Okay. So sieht er mich, glaube ich, nicht. Was ist das? Das sieht komisch aus, ne? Man sollte das Fernrohr gleichzeitig benutzen können. Er hockt da so. Das sieht lustig aus. 2 Minuten neue Safe Zone. Und wir müssen... Ah, ich weiß nicht, ob wir hier safe sind. Lieber noch ein bisschen in die eine Richtung da. Okay, das geht weit hier runter. Bin ich hier schon safe, ist jetzt die Frage. Sollte ich eigentlich, oder? Jetzt hier einen anderen Busch nehmen. Ach, hier ist direkt der Airdrop. Fuck. Das ist viel zu gefährlich hier. Allein wegen dem Flugzeug. Okay, jetzt müssen wir hoffen, von wo kamen die Flugzeuge? Ne, die Flugzeuge kamen nördlich. Dann passt das, glaube ich. Hier so.
Jetzt hat's kurz geleckt. Ich dachte, mein HNZ dann stürzt wieder ab. Wie in der letzten Folge. Ja, das passt mit dem Airdrop. Der ist da vorne und man sieht das Gas so ganz leicht da oben. Ich brauche bessere Büsche. Ja. Hier vielleicht erstmal hocken bleiben und abwarten, was passiert. Eieiei, immer noch 8. Das gibt's doch nicht, Freunde. Da muss doch langsam mal jemand sterben, oder? Also, da ist West-Nordwesten. Da ist Norden. Da ist Süden. Ich bin C3 schon, sehe ich gerade. Okay. Oh, bin ich hier noch safe? Ich weiß es nicht. Fuck. Besser mal ein bisschen südlicher noch fahren. 6 noch? Wann ist denn der 7. gestorben? Ah, mit AR-15. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Hier bin ich wieder 4. Okay, dann war ich da auch safe. Ah, nehmen wir mal die AK lieber. Hab nur so Panik geschoben, weil ich nicht wusste, wie weit ich schon in 3 bin. Da ist es gleich am Rand, dann gibt's ein neues. 5 noch. Okay. Okay. Ich muss ganz im Osten. Wo ist jetzt mein Auto hier? Im Westen meine ich. Viel weiter westlich geht aber gar nicht. Drei! Hier oben gehe ich hin. Top 3 ist drin, ne? Also ich bin Top 3. Ist nicht nur drin, ich bin schon Top 3. Das Gute ist, wenn man hier in den Busch hockt, dann kann man selber rausgucken, wird aber nicht gesehen. Außer der Busch ist nicht gerendert bei jemandem, das wäre kacke. Aber ich gucke erstmal so, dann kann ich immer noch in die andere Sicht schalten, weil hier kann man direkt komplett rumgucken. Oh Mann, jetzt sterben die anderen beiden am Bomben oder so, das wäre natürlich top, aber... Fuck, ich bin hier oben gar nicht safe. Ich muss ein Stück weiter runter. Südlich. Wo ist 4? Hier ist 4. Okay. Also hier, wo mein Auto steht, doch. Aber hier ist ein Busch. Das ist nice. Oh Mann. 3 noch, Freunde. Was eine gute Runde wieder. Ich habe einfach noch keinen geholt. Guck, wenn ich jetzt reinzoome. Ah, das ist perfekt so. Dann habe ich selbst keine Probleme mit sehen, außer so ein bisschen ab und zu, aber das passt schon. Na, die anderen, da oben fährt ein Auto. Ne, da kommt einer. Der schleicht sich ans Auto ran. Glaube ich. Was macht er da? Soll ich ihn... Oh, ich bin im Gas. Fuck. Fuck, immer noch. Nein, jetzt werde ich getroffen. Das war ein bisschen kacke mit dem Auto. Ich bin schon wieder im Gas. Schon wieder. Der andere hat da jetzt natürlich seine Premium-Position, ne? Zwei Minuten, bis neues Gas kommt.
Mal kurz gucken. Okay, südlich, glaube ich. Ah, das bringt gar nichts, noch einzunehmen. Ich sollte mich mal verbinden auch. Komm, komm, komm. Dann halt er schneller hoch. So. Wohin muss ich? Komplett südlich. Okay. Wie machen wir das, Freunde? Warten wir ab, was passiert? Und agieren danach? Oder agieren wir selber und warten nicht ab? Eieiei. Das ist immer so fraglich, ne? Von da oben könnte was kommen. Der eine hat mich zumindest mal angeschossen zwischendurch. Und ich habe nicht zurückgeschossen, ich feiges Huhn, ne? Was ist denn da so los südlich? Da läuft einer. Der läuft weg. Nee, der läuft doch wieder hin. Nein, ich bin tot. Ich war immer links daneben. Fuck. GG, man. Fuck, fuck, fuck. Aber ein Elite-Back und ein Mystery-Back. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Und über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Ich habe angeblich 2 Autos zerstört. Habe ich nicht mitbekommen. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Haut rein. Ciao.